So, hallo Leute, wie ihr mitbekommen habt, bin ich ein bisschen inaktiv in meinem YouTube-Channel. Und da will ich ein bisschen was erklären, warum. Und zwar, wie ihr mitbekommen habt, hier mein YouTube-Channel ist seit 2014 nicht mehr angegangen gewesen und ich habe doch schon ein paar Abonnenten. Die meisten werden sich denken, wer ist denn der Typ jetzt noch schnell, warum habe ich ihn abonniert oder sonstiges. Aber ich habe ja schon wirklich hier viele OSU-Videos gehabt, mit League of Legends angefangen, alles drum und dran. Und habe da doch schon ein paar Videos oben gehabt. Und ich habe einen zweiten Channel gemacht. Und zwar diesen hier: VG Dragon. Und ich habe ja ein bisschen gewechselt, habe dann erst jetzt hier und einmal da hochgeladen. Und habe halt hier mit einem Channel aufgebaut zu meinem Stream. Ich streame jetzt seit ein Jahr, aus dem Grund bin ich ja YouTube ein bisschen inaktiv geworden, habe dann da ein bisschen was gemacht. Das ist der Grund, warum ich hier ein bisschen inaktiv bin. Warte mal kurz, mache ich kurz mal die Kamera dazu, damit ihr mich auch seht. Da denke ich, mein Streamprogramm hier läuft ganz gut. Und grundsätzlich kann ich es so, dass ich ein bisschen inaktiv geworden bin, eben wegen dem Stream, weil ich jetzt versuche, hier ein bisschen Stream zu machen. Und natürlich hier programmmäßig verwende ich auch natürlich jetzt auch was. Und darum bin ich immer weniger dazu gekommen, YouTube-Videos zu machen, hier ein paar Sachen hochzuladen, was doch Zeit kostet, was ich hier rein investieren muss. Und mein Stream ist auf Twitch, VG Dragon, falls euch interessiert. Ich muss jetzt gleich wieder Channel Name. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier einfach hier ein Video da unten rein machen. Und vor kurzem habe ich angefangen, hier eine Stream-Community aufzubauen. Ich werde dann auch ein Video produzieren, wo ich dann nochmal genau darauf eingehe, was hier genau gemacht wird, Regeln, alles drum und dran. Aber grundsätzlich geht es darum, dass ihr halt Streamer gegenseitig unterstützen. Nicht nur welche mit vielen Zuschauern, sondern welche, die fast keine Zuschauer haben. Jetzt mal für einen, was sie getroffen hat, das hat man ein bisschen mitgemacht. Ich habe vor kurzem angefangen, einen Vlog hier aufzubauen. Ja, hier schon jede Woche im Prinzip eins, hier fünfmal. Warum hier ein Thumbnail ist, verstehe ich jetzt nicht. Okay, warum ich hier hinzufügen kann, keine Ahnung. Wie immer. Ja, und darum bin ich halt hier mit meinem anderen Channel, mit dem Hauptchannel, was ich eigentlich hatte, eher etwas inaktiv. Und weil ich ja doch hier schon einiges an Videos hochgeladen habe, hier einiges an Zeit rein investiert habe, schon seit 2008. Und hier wirklich ein paar Leute hier angesammelt wurden, die was doch immer wieder mal reinschauen, mal freuen, wenn sie ein neues Video hochgeladen ist. Wenn ich mal wieder Zeit habe und OSU spiele und wirklich ein Replay zusammenbekomme, werde ich es hochladen, obwohl ich jetzt zurzeit extrem selten OSU spiele. Das wird hier am Channel noch passieren, falls mal ist. Sagen wir mal hier ja, im November einmal ein Video hochgeladen, was jetzt extrem spät freigegeben wurde. Aber grundsätzlich bin ich zurzeit eher auf den neuen Channel hier unterwegs. VG Dragon. Wie gesagt, werde ich noch einen Link hier nochmal reingeben, aber im Prinzip war es, glaube ich, einfach nur VG Dragon LOL. Ja, User VG Dragon LOL, könnt ihr natürlich vorbeischauen. Und da ist zurzeit mein Hauptchannel, wo ich dann dran arbeiten. Ich werde den nicht schließen, sonst, aber ich wollte nur mal Bescheid geben für die paar, die das doch immer wieder mal reingeschaut haben, kommentiert haben und so weiter. Waren halt immer wieder ein paar dabei. Wenn es auch nur so zwei, drei waren. Und wollte ich mal Bescheid geben. Das war's auch wieder für mich. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Uso-Video. Ciao.